Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Die massiven Schneefälle, die Bayern nahezu in eine neue Eiszeit verwandelt haben, sorgen erneut für Probleme. Wie der Deutsche Wetterdienst soeben bekannt gab, wurden an Rhein, Elbe und Weser sowie an weiteren Flüssen massive Pegelanstiege registriert. Erste Hochrechnungen ergaben, dass die Pegelstände aus Juni 2013 sogar noch übertroffen werden könnten. Die Bundesregierung erarbeitet aktuell einen Evakuierungsplan und hat für das Land Niedersachsen ein Krisenzentrum in Lüneburg eingerichtet. Feuerwehren und Hilfsorganisationen sind auf dem Weg dorthin. Im Bereich der Elbe und im Großraum Hamburg gilt jeweils die höchste Warnstufe. Die Gemeinden haben einen Gefahrenplan entwickelt. Erkundigen Sie sich bei den Rettungskräften vor Ort nach den geeigneten Maßnahmen. Sandsäcke zum Schutz vor den Fluten erhalten Sie an den Verteilzentren entlang der Bahnstrecke. Die Deutsche Bahn setzt ferner Sonderzüge ein, um die gefüllten Sandsäcke zu transportieren. Weiterhin drückt eine Schlechtwetterfront zusätzlich das Wasser aus der Nordsee in die Elbe. Rechnen Sie in diesem Bereich mit einer schweren Sturmflut. Und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir fahren heute Trimmelotto 2016. Die erste Aufgabe, die Sturmflut von Hamburg Hauptbahnhof nach Lützner. Wie ihr im Video schon ernommen hat, im ersten Teil geht es noch ruhig zu, aber im weiteren geht es dann richtig zur Sache hier. Ich werde alle Teile von der Sturmflut präsentieren, wenn ihr das möchtet. So. Gucken wir mal. Das Szenario kann ich euch sehr empfehlen von 3D-Zug. Komplett mit Ansagen dabei, Fahrdienstanweisung. Lasst euch überraschen. AFB. Also, um das Szenario zu spielen können, braucht ihr die Strecke Hamburg-Hannover, die Metronom. Den werden ja die meisten ja haben. Oh, geht gleich los.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich im Metronom 82131 auf der Fahrt von Hamburg Hauptbahnhof nach Uelzen. Dieser Zug hält unterwegs in Hamburg-Harburg, Winsen, Lüneburg, Bienenbüttel und Bad Bevensen. Uelzen erreichen wir voraussichtlich um 21.53 Uhr. Meine Damen und Herren, beachten Sie bitte, dass wegen den erhöhten Pegelständen morgen zum Teil Sonderfahrpläne gelten werden. Dies betrifft die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bitte informieren Sie sich vor Reiseantritt am besten im Internet auf den Seiten der Verkehrsverbünde sowie in den Medien. Aller Voraussicht nach werden die Strecken nach Uelzen und Richtung Hannover nicht betroffen sein. Dennoch würden wir Ihnen empfehlen, einfach sich vorab morgen vor Reiseantritt zu informieren. Der nächste Halt dieses Zuges ist in Kürze Hamburg-Harburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Können wir ja auch nicht wegkommen, wenn ich nicht den Schalter umlege. In Kürze erreichen wir Hamburg-Harburg. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, Regionalverkehr und zur S-Bahn.
habe ich voll vergessen einzuschalten. AFB und FIFA. Fahrdienstleitung an 82 131, bitte kommen. 82 131, bitte kommen. Für heute geht Ihre Schicht ja bald zu Ende, aber ich fürchte, morgen wird ein richtig anstrengender Tag. Sie haben es ja sicher in den Nachrichten gehört. Die vielen Schneefälle im Süden und der Regen der letzten Tage haben für ein außergewöhnlich hohes Ansteigen der Pegelstände und des Grundwasserspiegels gesorgt. Der Höhepunkt wird morgen früh erwartet. Dann ist wahrscheinlich das Schlimmste überstanden. Wir sind gut vorbereitet diesmal. Es liegen drei Notfallpläne in der Schublade. Plan A geht von Störungen auf einigen Nebenstrecken aus. Der ein oder anderen Bahnhofssperrung wegen erhöhten Grundwasserspiegel und einigen Straßensperrungen und den damit verbundenen erhöhten Fahrgastaufkommen. Plan B berücksichtigt Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rund um Hamburg und eine Sperrung der Strecke Hamburg-Bremen. Plan C berücksichtigt Oberleitungsstörungen und den Einsatz von Dieseltriebfahrzeugen auf den Nebenstrecken. Sie sehen also, es sieht ganz gut aus für Ihre Strecke. Es sollte fast alles nach Plan laufen. Wir beobachten jedoch vor allem einige Seen in Streckennähe und sichern zusammen mit der Feuerwehr, technischer Hilfe und der Bundeswehr die Ufer. Also dann, gute Fahrt! Ihr habt's gehört, das Szenario hält endlich was. Aber wir können ja schon 160 fahren. Ich glaube, ich gewinne.
Kürze erreichen wir Winsen an der Lue. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Fahrdienstleitung an 82131. 82131, bitte kommen. Ich habe es fast vergessen zu erwähnen. In Uelzen ist das provisorische Sandsacklager. Es trifft sich ganz gut, dass Sie dort heute übernachten, denn morgen müssen wir einige davon ganz früh in die Umgebung fahren. Seien Sie aber bitte auf Abruf. Die genauen Uhrzeiten dafür haben wir noch nicht und müssen auch über Nacht erstmal sehen, wie sich das hier alles weiterentwickelt.
tiefer. In Kürze erreichen wir Lüneburg. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Meine Damen und Herren, in Lüneburg haben Sie Anschluss an die Regionalbahn nach Lübeck. Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 21.45 Uhr von Gleis 5. Wir verabschieden uns von Fahrgästen, die hier aussteigen, und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
wir noch den Zug von Lübeck abwarten. Deswegen ist die Abfahrtzeit hier etwas später. Deswegen muss er ein bisschen Geduld hier haben. Fahrdienstleitung an alle Fahrzeuge in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Ab sofort haben alle Hilfszüge, die Material zur Sicherung von Dämmen und Gewässern eingesetzt werden, die höchste Priorität. Lieber ICE-Führer, das ist nicht persönlich gemeint, wenn Sie heute einmal von einer 294 überholt werden. Danke. Wir haben es gehört. Wenn wir stehen bleiben müssen, die Sandsäcke haben Vorrang.
In Kürze erreichen wir Bienenbüttel. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen.
im ersten Teil ist noch nicht viel los, aber im zweiten sage ich euch, präsentiere ich euch. Nächste Woche könnt ihr euch anschauen. Aber dann vielleicht noch nicht verraten. In Kürze erreichen wir Bad Bevensen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Beinahe den Bahnhof verpeilt. Aber die 146 bremst sehr gut, finde ich. Dass ihr viel Spaß hier am Video habt. Krimpelmelotte ist eigentlich sehr schön gemacht. Ihr könnt euch gerne auch Wünsche äußern, welche Strecke ich als nächstes fahren soll. Ich habe auch Köln-Düsseldorf, Köln-Koblenz, Berlin-Leipzig. Dresden-Bad-Schandau. Ingolstadt-Nürnberg. Schreibt einfach in die Kommentare runter, dann versuche ich das euch zu erfüllen, wenn ich es habe. Würde mich auch ganz tierisch freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Freiberg, nicht Freital, sondern Freiberg.
In Kürze erreichen wir Uelzen. Der Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr, zum Metronom nach Göttingen über Hannover und zum Heidesprinter in Richtung Langwedel und Bremen. Meine Damen und Herren, in Uelzen erhalten Sie Anschluss an den Metronom nach Göttingen über Hannover. Planmäßige Fahrt 22.17 Uhr von Gleis 103. Dieser Zug endet in Uelzen. Wir bitten alle Fahrgäste, dort auszusteigen. Auf Wiedersehen. Wir den Zug noch in die Kehre bringen? Richtig toll hier, guck euch das mal an hier. Technisches Hilfswerk, sogar am Bahnhof in die Landsäcke. Vorbereitet. Das ist richtig klasse gemacht. Kann ich euch nur empfehlen, das Paket zu kaufen. Oh, jetzt müssen wir auf unseren Zugführer warten. Alle Fahrgäste ausgestiegen sind, dass wir in die Kehre fahren können. Das müsste ein, zwei Minuten müsste das passieren. Jetzt schmeißt er die letzten Fahrgäste raus, der ist nochmal reingegangen, weil dann noch welche eingeschrieben sind. Wartungsleitung an 82 131. 82 131, bitte kommen. Sie müssen den Zug gleich abstellen, dann ist Feierabend. Es geht nicht ins BW, sondern aus planungstechnischen Gründen auf ein anderes Gleis. Übrigens sehen Sie dort das Sandsacklager, eine logistische Meisterleistung. Schönen Feierabend noch und wie gesagt,
Seien Sie bitte über Nacht für Notfälle erreichbar. Bis morgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich gerne über ein Abo freuen. Schreibt gerne mal einen Kommentar, wie ihr das Video so findet. Und der zweite Teil erfolgt. Dann sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.